Wir verlieren leider mit 31-26 beim Bergischen HC. Und darüber möchte ich jetzt mit Lukas Ossenkopf sprechen. Der schaltet sich jetzt dazu. Wenn ihr Fragen habt, dann knallt die gerne hier rein. Dann fragen wir ihn das. Zu und reden kurz über das Spiel. Das kann, klappt nicht so gut. Dann gehe ich einfach mal rüber zu ihm. Er ist doch hier. Er ist doch hier. Lukas, ich komme zu dir. Ich komme hier. Das klappt nicht so gut hier. Ich komme mal zu dir. Ja, das ist ja alles live. Wir müssen ja hier gucken, wie wir es machen. So. Lukas, erzähl mal ganz kurz, wenn du das Spiel jetzt beschreiben musst. Komisches Spiel irgendwie. In der ersten Halbzeit stand hinten über weite Phasen eigentlich ganz solide. Haben natürlich viel in Unterzahl agieren müssen. Ein, zwei Mal auch, ja, vielleicht auch, kann man sich drüber streiten. Sind dann natürlich vorne bedingt natürlich auch durch die Unterzahl, aber nicht so optimal reingekommen. Ja, und zweite Halbzeit haben wir dann vorne eigentlich echt gute Lösungen gefunden. Aber ja, hinten war es sehr wechselhaft und haben halt leider nicht beide Mannschaftsteile zusammengekriegt. Und ja, dann ist es halt schwierig, wenn du zur Halbzeit schon 5 Tore Rückstand hinterherläufst, dann auswärts in der Bundesliga so ein Spiel noch zu drehen. Ja, der Rudek war auch echt stark, ne? Beim Bergischen HC in der ersten Hälfte. Ja klar, in der Phase, wo der BRC sich absetzt, da hat natürlich einige Freie auch weggenommen. Und das sind halt dann so Rückstände, 5, 6 Tore, die holst du halt schwer auf. Da muss schon alles passen und das hat bei uns halt... Wurden leider nicht alles zusammengepasst. Wenn es vorne ganz gut lief, dann hatten wir hinten Schwierigkeiten und andersrum leider genauso. Und ja, dann rennst du halt zum Rückstand hinterher und ja, kommst nicht mehr gewinnbringend wirklich viel näher ran. Ja. Was kann man da jetzt oder aus diesem Spiel, auch aus der Niederlage irgendwie mitnehmen jetzt für die nächsten Spiele? Jetzt geht es am Sonntag gegen die Rhein-Neckar Löwen zu Hause. Ja, klarer Pflichtsieg. Nein, Spaß beiseite. Also, das wird natürlich nochmal ein anderer Gegner mit noch viel, viel mehr individueller Qualität tatsächlich. Und da wird es für uns noch viel schwieriger. Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder zu Hause spielen können, dass wir da die Unterstützung haben. Du hast schon noch gemerkt, dass wir heute auswärts anders da waren als zu Hause. Dass wir zu Hause schon deutlich mehr Sicherheit hatten. Da freuen wir uns natürlich drauf, dass wir zu Hause da Sicherheit haben. Ja, aber grundsätzlich müssen wir natürlich gucken, dass wir beide Mannschaftsteile wieder näher zusammenbringen, dass wir solche Schwächephasen vermeiden, dass du einen hohen Rückstand gerätst. Weil dann wird es einfach extrem schwer. Fehlt uns auch noch Erfahrung, um dann solche Rückstände zu drehen. Das ist sowieso schwierig, aber du musst dann schon alles passen. Man hat ja aber auch gesehen, dass wenn es läuft, dann lief es ganz gut. Dann habt ihr eigentlich ganz gut wieder aufgeholt, oder? Ja, weit weg sind wir nicht. Also das haben wir, denke ich, im ersten Spiel gemerkt. Jetzt auch heute auswärts beim gestandenen Bundesligisten mit einer insgesamt Leistung, die jetzt natürlich jetzt auch nicht richtig gut war, waren wir jetzt trotzdem mit keinesfalls chancenlos. Haben wir halt leider uns zu früh durch die Gründe, die ich schon gesagt habe, ein bisschen distanzieren lassen und dann rennt es da natürlich zum Rückstand hinterher. Aber ja, grundsätzlich sollten wir mitnehmen, dass wir sowohl hinten als auch vorne absolut die Qualität haben, um in der Bundesliga mitzuspielen, aber da gehört halt mehr dazu. Wir merken halt im Moment noch, dass einfach kleinste Schwächephasen brutal bestraft werden. Ob es durch eine Parade ist, durch Zeitstrafen, weil man vielleicht kurz gepennt hat oder sonstiges. Also da müssen wir halt einfach gucken, dass wir uns nicht so sehr bestrafen lassen von den Gegnern. Ja. Wie sieht jetzt die Woche jetzt bei euch aus vor dem großen Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen? Ich denke, ganz normal. Wir werden ganz normal uns vorbereiten, in jeder regulären Trainingswoche. Dich gut auf den Gegner einstellen, aber das Wichtigste wird für uns sein in dem Spiel, dass wir unsere Mannschaftsteile zusammenkriegen, dass wir die Torhüter hinten in der Abwehr unterstützen, dass wir selber auch mehr ins Tempospiel natürlich dadurch kommen. Das hat natürlich auch ein bisschen gefehlt heute. Und dann, dass wir vorne natürlich daran anknüpfen, was wir heute in der zweiten Halbzeit gemacht haben, wir einen echt guten Ball gespielt haben, uns gute Chancen gespielt haben. Wenn das zusammenpasst, dann können wir mal gucken, wie lange wir die Löwen ärgern können. Aber da müssen wir auf jeden Fall, dürfen wir uns eine Schwächephase wie heute nicht erlauben. Ja. Vielen Dank. So, das war jetzt hier ein bisschen provisorisch, hier draußen und mit einem Handy diesmal. Aber ich hoffe, ihr habt die Antworten bekommen, die ihr wolltet. Und danke euch fürs Zugucken wieder. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wenn es heißt, hey, wie war das Spiel? Deswegen macht's gut und habt noch einen schönen Abend.